Grüß, herzlich willkommen, moin moin, liebe Leute, neue Runde hier vom EA Sports FC und so weiter, ne? Borussia Dortmund Karrieremodus. So, ich versuche das jetzt hier nochmal mit diesen Pässen, weil ich fand, ja, das habe ich ja zumindest gerade eben hingekriegt und ich brauche, natürlich brauche ich Übung, das ist komplett richtig, aber ich brauche auch eigentlich gerne immer mal diese Bonusse, die wir dadurch so kriegen. Und hier fahre ich. Und ich war das gerade eben ganz gut möglich, so einen Bonus zu kassieren. Hä? Ist mal was perfekt und dann reicht es auch schon. Man kriegt tatsächlich einen relativ leichten Bonus und übt noch so ein bisschen die Steilpässe, ne? Das kannst du auch nicht, das ist noch nicht das richtige Feld, was du machen sollst, oder? Dann ist das nicht wie andere Reif. Wächst vielleicht noch. Nicht mal gecheckt. Ich kann dir jetzt nicht helfen. Das ist nicht erntereif. Sieht nach Wachstum aus. Muss was anderes machen. Guck dir Missionen an oder keine Ahnung was. So, weiter. Auf jeden Fall. Gewinnen, Leute. Raum drücken, anfeuern. Rechtes Gas. In diesem Duell ist wirklich alles drin. Ja, das ist alles drin, das stimmt allerdings. Ganz herzlich willkommen. Auf geht's. Luna Park, liebe Fußballfreunde, wo es heute zum Ruhrgebietsklassiker kommt. Borussia Dortmund gegen VfL Bochum. Die Fans freuen sich drauf. Sie sicher auch und wir natürlich auch. Ihre Kommentatoren sind wie gewohnt Wolf Fuß und Frank Buschmann. Auf jeden Fall, Wolf, das dürfte eine klasse Partie werden. Das Duell der Nachbarn. Die jüngere Geschichte lief bei beiden ja durchaus unterschiedlich. Aber das ist heute vollkommen egal. Heute wird man am irgendwie so schön zurückgekämpft und dann Ball da noch wieder verloren. Und so tritt der BVB heute also an. Stark gearbeitet. Der VfL Bochum wählt heute diese Aufstellung. Es tut sich was in der Volkswagen Arena. Ein Tor ist gefallen. Was passiert ist, erfahren wir jetzt aus dem Studio. Da schießt er. Och, er geht an die Latte und zurück ins Feld. Der BVB war da ganz nah dran am Führungstor. Da hatte viel Pech bei diesem Alu-Treffer. Sie machen weiter Druck. Nächster Angriff läuft. Oh Mann, auch so ein blinder, dummer Pass. Auf die Leistung von Youssoufa Moukoko ankommen. Weiß Wenn man du die nicht. Meisten Vorlagen der Liga hast, dann weiß jeder, wie gefährlich du bist. Hat einfach das Auge, diese Übersicht, auf engstem Raum immer wieder zu sehen. Wo sind die Nebenleute? Wer ist da gerade frei? Perfekt. Davis. Da können sie klären. Und dann nicht durch. Hat jetzt Anspielstation. Ball kommt nicht durch, Abwehr ist da. Ballgewinn war fast abzusehen. Weiter gefährlich. Tor, Borussia Dortmund geht in diesem Derby mit 1:0 in Führung. Hören Sie sich diese Stimme im Stadion. Wiederholung zeigt uns zunächst die gute Parade. Richtig gute Parade. Schöner Abwehrfehler, ne? Auch wir stehen zumindest mal richtig. Also ich habe schon wieder die Eckballtaktik. Erinnert mich mal bitte an den Spiel. Ich möchte die Eckballtaktik nochmal irgendwie gucken, wo ich die finde. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. In der Volkswagen Arena ist was passiert. Ein Tor ist gefallen. Alle Infos gibt es jetzt im Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Köln. Wer hat's gemacht? Ja, Bertrand Traoré. Ein abgefälschter Ball ermöglicht diesen Treffer. Ich glaube, da war auch ein bisschen Glück dabei. So gut, der neue Spielstand damit 1:1. 22 Minuten sind hier gespielt. Vielen Dank für dieses Update.
Danilo Soares. Diese Infos im Studio mussten wir leider unterbrechen. Es gibt also einen Treffer für den VfL Wolfsburg. Damit sind sie nun 1:0 vorne. Davis. Jetzt Julian Brandt. Emre Can. Ball bei Malen. Klostermann. Karim Adeyemi. Gefährlich. Klasse auf. Ich muss die Ecken nämlich zuweisen. Ich habe mir da mal was angeguckt, wie man vielleicht eine Idee hat, wie man Ecken machen könnte, aber dafür braucht man besondere Spieler. Brandt! Weiter gefährlich nach diesem Block. Und so wird das nix. Den hält der Torwart natürlich. Titz. Stöger. Sie bleiben bei ihrer Linie, lassen sich von diesem knappen Rückstand nicht irritieren. Schlussphase in diesem ersten Durchgang. Die Gastgeber sind hier im Moment knapp vorne. Sie machen ein gutes Spiel, sehr konzentriert, sehr engagiert, haben sich gut auf diese Aufgabe eingestellt. Ist ein Stück Dorf zu weit vorgelegt. Immer wieder schneller, vor allem auch gedankenschneller. Und so kommt Aua. Der Spielstand raus. Gelb. Oh, das sieht nicht gut aus, könnte gelb geben. Alles richtig gemacht von der Schiedsrichterin hier. Gelbe muss es geben. Auf jeden Fall war gelbwürdig. Hat sie gut gesehen. Was machst du denn? Ich dachte, da oben rechts. Oh, aber mein bester Freischuss bisher, glaube ich. Im EA Sports FC 24. Dann kriegt er über die Mauer. Wo leider halt auch einen halben Meter neben den Tor wäre natürlich auch da gewesen, aber. Ja, auch ihn nimmt so eine Szene. Wieder 1:0 zur Hälfte. Die Riesenchance und dann machen sie nichts draus. Weiter also nur eine hauchdünne Führung. Das war der Halbzeitpfiff. Zeit für die Spieler, sich ein wenig zu erholen. Weiter so, ne? Alle warten im Signal Iduna Park. Zweite Hälfte, es kann weitergehen. Und der BVB auf dem Weg nach vorne. Aber dann ist der Ball weg. Sie machen also nichts aus dieser Szene. Hätte ich eigentlich auch erwartet, dass ich den dahinter kriege. Kevin Stöger. Der ruhige Spielaufbau. Na gut. Kraft hat gestimmt, die Präzision nicht. Ja, und deshalb ist der Ball auch nicht drin, Wolf. Da sehen wir wieder, Power ist nicht alles. Es ist nicht zu übersehen, sie brauchen mehr Torchancen. Wenn das heute noch was werden soll, wenn sie die Niederlage abwenden wollen, dann müssen sie vor allem in dieser Hinsicht eine Schippe drauflegen. Jetzt müssen sie erstmal aufpassen, Angriff läuft. Niemand kommt an den Ball. Der Ball kommt gut in den Rückraum. Jetzt gut. Das ist eng hier, komme ich so nicht durch. Flagge jetzt. Erklärt. Ja. Ecke. Abseits, klar. Ja, abseits. Sehen, da kommt dann doch diese Unaufmerksamkeit und dann ist es abseits bei dieser Flanke. Es hätte gefährlich werden können. Tottenham Hotspur hat seinen Wunschtransfer also jetzt unter Dach und Fach gebracht. Ein toller Transfer. Er bringt ja richtig Qualität mit. Kevin Stöger. Titz. Ah, er macht zu. Mm-mm. Schön geklärt. So, Adeyemi schnell genug, um vorbeizuziehen. Brandt. Ball ist bei Julian Brandt. Abseits oder nicht? Nein, zu weit. Das wird nichts. Ball im Aus. Oh, jetzt werden sie wechseln. Ja, wir sollen auch mal wechseln. Was denn?
Ach, muss so Siliermittel kaufen. Kann ich jetzt nicht. So. Nee, geht jetzt nicht. So, Wolf. Eine Palette musst du einkaufen. Eine Palette mit Flüssigkeiten. Abelzer darf auch mal wieder spielen. Und Coco heute kommt Haller noch mal für ein paar Minuten rein. Und Süle darf auch noch mal kurz spielen. Ne? Ne, nicht irgendeine. Eine mit Siliermittel. Einmal zurück. Jetzt mal weiter nach rechts. Das ist. Weiter. Da, diese. Dieses mit dem blauen. Nein, zurück. Da. So. Großwechsel. Halbes frisches Team am Start. Sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Adeyemi. Klostermann. Brandt. Geduldiger Aufbau. Das ist Daniel Mahlen. Bei Alea. Marcel Sabitzer. Oh, dummer Pass. Den Angriff haben sie am Ende doch nicht konsequent genug aufgebaut. Lucia. Der BVB hier mit dem nächsten Angriff. Jetzt ist der Platz da. Erneut das Tor. Zwei Tore Vorsprung nun also. Sieht alles gut aus für sie. Oh, das war aber knapp. Ist das kein Abseits, war? Dieses Tor entstanden ist. Erst der Steilpass. Und dann Haller, dieses schöner Schuss. Ball einfach reingehämmert. 2-0. Und da gibt es nichts mehr zu halten. Steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Außer Brandt jetzt Platz. Das ist Karim Adeyemi. Anspiel nach hinten. Abgeblockt. Da sind sie mit diesem Pressing erfolgreich. Und er geht an ihm vorbei. Den hält er natürlich. Wir sehen schöner Schuss, ne? Kommt beim Tor Haller. 3-0. Das ist doch mal ein Statement direkt, Leute. Aufwärtstrend. Schöne Flanke, Wolf. Perfekter Kopfball, Haller. Trifft er die Kugel wunderbar mit dem Kopf. Das ist technisch vor allem sehr gut. Er hatte mal Bock heute zu spielen. Ja. Ah. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit. Jetzt brauchen wir natürlich nur noch nach hinten arbeiten. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Die Partie neigt sich dem Ende entgegen. 2 Minuten sind es noch. Jetzt ist es gefährlich. Aus nächster Nähe. Das wäre es nicht gewesen, so ein Hattrick gegen in 10 Minuten. Natürlich dem Keeper. Da macht er zu, macht dicht und lässt nichts anbrennen. Noch eine Ecke rausgeholt. Gegen Zeit. Julian Brandt. Schöne Aktion. Weiß. Damit steht uns so, jetzt muss ich da mal die Eckballtaktik mal ändern und mal gucken, ob wir auch mal irgendwann aus Ecken noch ein bisschen mehr rausholen können. Ab und an mal ein Tor aus einer Ecke wäre schon nicht schlecht, ne? Aber wir haben gewonnen, 3-0, bester Sieg seit langem. Wolfsburg hat verloren, das ist gut, das ist ein direkter Konkurrent da um Position 3. Vielen Dank, dass Sie für ein kurzes Statement zu uns gekommen sind. Unglücklich.
Wir dürfen insgesamt eine tolle Leistung. Nach diesem heutigen Ergebnis kann der Abstieg wohl nicht mehr abwenden. Kommentar dazu. Immer noch unglücklich nach dem Sieg. Wir haben perfekt gespielt. Ich muss diesmal besiegen. Ihr Kommentar zum Spiel. Ich bin stolz auf mein Team. Ja, deutlich besser. Vielen Dank für diese Aussagen. Aber kommen noch ein paar Spiele. Ich dachte nicht vor dem Abend oben. Wie ist immer noch nicht so. Heidenheim als nächstes geben. Mit denen haben wir eigentlich noch eine Rechnung zu begleichen. Ne? Was mich noch mal interessiert. Oder können wir erst. Warte mal, wo ist denn Taktik oder so? Taktikvorlagen. Also spielen wir, das ist richtig. Auf 4-5 als offensiv. Aber in den Rollen. Also, die linke Ecke macht. Wer ist denn ein. Ne, die linke Ecke macht in Zukunft Brand. Ne, Adeyemi ist eher. Brand ist starker Fuß rechts. Die linke Ecke macht in Zukunft Davis. So, genau. Taktik. Bleibt mal so. Anweisungen. Irgendwo haben wir doch noch die Anweisungen. Unterstützung. Ein Team. Strategie bearbeiten. Das kommt hier unten bestimmt, ne? Bei Ecken haben wir aber schon 4, ne? Das passt. Das ist eigentlich richtig. Wir müssen aber nur gucken, dass die richtigen Spieler auch schießen mit dem richtigen Fuß. Möchte ich so speichern. Ist das bei der jetzt genauso oder muss ich da auch tatsächlich eine eigene Taktik nochmal machen, falls wir nochmal wieder mit 2 Stürmern spielen. Marekke soll weg vom Tor geschlagen werden, sozusagen. Oder dahin, ich weiß gar nicht genau. Nein, müssen wir mal gucken. So. Dann wollte ich noch mal gucken, Jugendakademie. Wir müssen ja noch mal irgendwie wieder gucken, ob wir nicht diese hohe Potenzialspieler irgendwie verpflichten. Ne? Wir haben ja immer noch so ein paar Ziele, die wir vielleicht kriegen können, damit wir oben wieder in den grünen Bereich reinkommen. Verpflichte mindestens 3 Spieler unter 20 mit einem Potenzial, dass den Durchschnittsgesamtwert der aktuellen Spieler auf der entsprechenden Position überschreitet. Also Top-Jugendspieler mit extrem hohem Potenzial müsste eigentlich dafür schon reichen. Und ich glaube, das Potenzial dafür zählt. Guck mal, was unsere Scouts nochmal sagen. Ne? Scouts verfügbar. Der scoutet aktuell gar nicht. Mal in England scouten, oder? Oh, ein halbes Jahr. Scoutbericht lesen. Ja, den noch verpflichten. Das ist ein Top-Stürmer. Beides natürlich so 89er irgendwie. Aber seinen Bericht kriege ich jetzt ja nicht mehr, oder was? Habe ich das verschlafen. Das hat noch nicht gereicht. Verpflichtet mindestens 3 Spieler unter 20 mit einem Potenzial. Das sind Durchschnittsgesamtwert. Verstehe ich auch immer nicht. Naja, gucken wir noch mal in die Teamstrategie. Da nicht noch irgendwas Neues gibt. Noch ein paar neue Fünfer-Coaches. Oh ja, da ist noch einer. Unter den Torwäden ist einer. Hatte ich. Hier auch. Mittelfeld. Sehr schön.
Den Experten Gregor Huber brauchen wir fürs Mittelfeld. Dann nehmen wir dann mal Bender raus. Und dafür uns holen wir jetzt eine Fünferfähigkeit. Gar keine Ahnung, ob das so alles, denke ich immer so, dass es irgendwie Sinn machen würde. Haben wir hier 18 von 26. Und im Tor war doch noch ein Fünfer, ne? Jetzt Weber als Vierer und wir könnten einen Fünfer einstellen. Richtig? Ja, sind sogar zwei. Soll ich beide rausschmeißen, oder? Und beide an der 9 nehmen. Geil, ob man das echt so, dass man sagen sollte, komm, Torwart ist jetzt dann ideal, ne? Wer jetzt Chefcoach ist und wer nicht, ist gefühlt, also weiß ich nicht, ob das wirklich Unterschiede macht. Da sind wir ganz gut besetzt jetzt. Ich kann natürlich irgendwie überlegen, also theoretisch würde ich wahrscheinlich, wenn jetzt ein Fünfer noch kommt, irgendwie für Mittelfeld oder für Angriff, würde ich am liebsten noch einen Vierer vielleicht aus der Abwehr rausnehmen und den dann da oben reinpacken, ne? Ich bin der Meinung, dass wir uns dann besser weiterentwickeln. Gut, auf geht's. Oh. Deadline Day, Reus zu Wolfsburg. Für den würden wir noch Geld kriegen, aber das wäre wahrscheinlich nicht viel, ne? Aber Reus ausläuft. Richten Sie Spieler der Nationalität? Haben wir ja gemacht. Da würde ich mir echt nochmal eine Erklärung wünschen, liebe Leute. Wenn da einer weiß, was ich da machen muss, schreibt mal bitte gerne rein, ne? Reus könnte ja auch ablösefrei dann zum Ende wechseln oder was. Also ich will eigentlich nichts mehr machen. Wir müssen, können natürlich noch mal kurz gucken. Marco Reus wechselt tatsächlich. Ablösefrei zu Wolfsburg. Aber am Ende der Saison noch, oder was? Oh, Reus geht nach Wolfsburg. Soll er doch. Er hatte auch nicht mehr so wirklich Potenzial bei uns. Bayern möchte Adeyemi kaufen. No. Angebot ablehnen. Fast 50 Millionen würden sie zwar bezahlen, aber no. Der wird ja jetzt gerade auf Recht OM hier oder auf offensives Mittelfeld getrimmt und wird Stammspieler bei uns werden. Also den möchte ich bestimmt nicht verkaufen. Das ist auch schön schnell. Pässe müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, aber es liegt ja auch an einem selbst. So. X. Ja, schaut's Bayern. Wo
Vogel nach Sevilla, auch auf keinen Fall. Oh, Kobel für 104 Millionen Euro. Das ist eine krasse Summe. Aber auch das wäre, möchte ich nicht. Was wäre, wenn wir die beiden verkauft hätten, ne? Was ein Wert. Kobel auf keinen Fall, Angebot ablehnen. Beides zusammen 150 Millionen. Da hätten wir uns tatsächlich wahrscheinlich so ein Bellingham oder so wieder zurückkaufen können oder ein Haaland. So nach dem Motto. Eigentlich müssen wir das als Ziel haben, ne? Haaland wieder vorne im Sturm zu haben, Bellingham im Mittelfeld. Dann vielleicht noch Dembélé, Sancho, wie gesagt, die alten Dortmunder Stars noch zusammenzukriegen. Aber da reden wir jetzt auch über eine halbe Million oder hier halbe Milliarde, die wir dafür bräuchten. Wir hätten noch 4 Millionen Budget, aber was soll ich mit 4 Millionen Budget? Die beiden verpflichtet bringt es mir, glaube ich, auch irgendwie nichts. So, dann sind wir schon gleich am Ende der Folge. Ja, mal schauen, dass wir die letzte Stunde hier noch rumkriegen vom Deadline Day. Wird nichts mehr. Von daher können wir weiter. Jugendbericht. Ja, alle noch gut vom Potenzial, aber das heißt nicht, dass ich die jetzt in die erste Mannschaft reinnehmen soll, oder? Wenn die jetzt so sind. Um sie dann zu verpflichten, die sind ja alle bei uns in der Jugendmannschaft hier. Auf jeden Fall gute Spieler bei. So, letzte Frist ist abgelaufen. Fast also tatsächlich eine halbe Milliarde ist ausgegeben worden. Spielerchat. Brand, hallo Boss, ich würde gerne kurz im Namen der Mannschaft mit Ihnen sprechen. Die Jungs machen sich Sorgen, dass der Club aktuell irgendwie die hohen Ansprüche fehlen. Wir haben den Eindruck, danke für die Mitteilung, ich habe alles in der Kontrolle. Danke für die Mitteilung. Ja, wir sind doch, also ich weiß gar nicht. Zu spät die Nachricht. So, Heidenheim. Chelsea ist daran, Embrich zu kaufen. Kann man schon wieder ein bisschen überlegen, weil Emre auch nicht mehr der Lynx ist, ist 30, ne? Aber auch ihn sehe ich eigentlich eher noch im Team ablehnen. Wir haben zwar Nemtscher und Sabitzer auf der gleichen Position, aber kein Interesse, ich möchte meine Spieler behalten. Ich bin sehr gut in Form und fühle mich wohl. Ich hoffe daran, dass ich gegen Heidenheim nicht auf der Bank sitzen werde. Vor uns liegen wichtige Spiele. Ja, ich glaube, Haller, der hat so gut gespielt im letzten Spiel, den würden wir jetzt vielleicht einmal dann von Anfang an auflaufen lassen und Mokoko dann einwechseln. Ein bisschen einknicken, ne? Guck mal, für Kugel wird findet nicht mal Berücksichtigung aktuell, also. Reina, Fittens, Nemtscher. Wer ist denn eigentlich Nimcha, wenn man das so potenzialmäßig so sieht? Das Nimcha ist, glaube ich, hat mehr Potenzial als Sabitzer, oder? Nur drei, ne? Der hat 7 Sterne, auch 7 Sterne. Nimcha, Tempo. Oh, Sabitzer ist langsam. Nimcha schneller. Was? Ja. Das am Anfang bei den Standard-Silos, glaube ich, vom Spiel. Aber gut, wir sind eher am Ende, dann kann ich meinem Sohn schon einmal helfen, dabei beim LS. Möchtest du gerne speichern? Ja, aber nur für dieses Spiel. Von daher, wir gehen in
Spiel rein. Beim nächsten Mal Heidenheim versuchen wir natürlich wieder 3 Punkte. Ne? Von daher kurze Pause. Bis zur nächsten Folge. Vielen Dank und tschüss.